begrüßen zu dürfen. Danke, und auch ich warte schon gespannt auf das Rennen. Alle Zeichen deuten auf ein großartiges Rennen. Weltmeister in starken Autos, viele Fahrer in Form und, wie ich vermute, ein paar Strategen in der Boxengasse, die etwas anderes versuchen möchten und vielleicht die Reihenfolge etwas verändern. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Hamilton, Daniel Ricciardo und Perez. Verstappen, Ocon, Hülkenberg und Romain Grosjean. Massa, Quert, Kevin Magnussen und Sainz Jr. Alonso, Palmer, Lance Stroll und Stoffel van Dorn. Wehrlein und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Verfügbar.
15 Runden. Unsere Benzinlast ist etwas höher als geplant. Wir haben Sprit zum Verheizen übrig. Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 8,7 Sekunden.
Los, fahr jetzt! Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Julian ist jetzt an der Box. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,8 Sekunden. Hinter dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Zum Auto vor uns beträgt 1,8 Sekunden. Etwa 8 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir haben zu viel Sprit. Wir können den Benzinüberschuss verheizen.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Benzin noch aus.
zum ersten Platz beträgt 28,8 Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Während ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Ah, heute kann das nur Jolyon Palmer sein. Heute ist er für mich in einer anderen Liga gefahren. Wirklich beeindruckend. Das war's beim heutigen